Willkommen im Device. Heute werden wir uns die besten 100% mechanische Gaming-Tastaturen ansehen. Die Cherry MX2.0S ist eine mechanische Tastatur, die sich durch ihre hohe Funktionalität und das minimalistische Design auszeichnet. Mit dem bewährten Cherry MX-Schaltersystem bietet sie eine hervorragende Reaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die besonders bei intensiven Gaming-Sessions geschätzt wird. Die RGB-Beleuchtung mit über 16 Millionen Farben lässt sich über die Cherry Utility Software individuell anpassen, sodass du das Erscheinungsbild der Tastatur nach deinen Wünschen gestalten kannst. Die Bauhaus-inspirierte Gestaltung, entwickelt von Professor Peter Raab, verleiht der Tastatur ein modernes, klares Aussehen. Ein Nachteil dieses Modells ist das Fehlen einer integrierten Handballenauflage, die jedoch optional erhältlich ist. Zudem könnte das Design für manche Nutzer, die eine auffälligere Optik bevorzugen, etwas zu schlicht wirken. Die Tastenmaterialien sind zwar robust, könnten jedoch für einige Benutzer nicht das hochwertige Gefühl von PBT-Tastenkappen bieten. Zusammengefasst bietet die Cherry MX2.0S eine zuverlässige und gut verarbeitete Lösung für Gamer und Vieltipper, die Wert auf Funktionalität und Langlebigkeit legen. Die RGB-Beleuchtung und die solide Cherry MX-Schaltertechnologie machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl. Weitere Informationen, einschließlich des Preises, findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Montec M-Key Darkness ist eine mechanische Tastatur, die mit Gateron G-Pro 2.0 Red-Schaltern ausgestattet ist, die für ihre geschmeidige und leise Bedienung bekannt sind. Diese Schalter sind werkseitig vorgefettet und bieten ein reibungsloses Tippgefühl ohne taktiles Feedback, was sie ideal für Nutzer macht, die lineare Schalter bevorzugen. Die Tastatur verfügt über anpassbare RGB-Beleuchtung mit 18 Modi, die über die Montec M-Key-Software oder direkt über die Tastatursteuerung angepasst werden kann. Die PBT-Tastenkappen sind robust und langlebig mit einer Dye-Sublimation-Beschriftung, die das Verblassen verhindert. Ein Nachteil der Tastatur könnte für einige Nutzer die fehlende Handballenauflage sein, die den Komfort bei langen Nutzungssitzungen erhöhen könnte. Auch wenn die Tastenkappen ästhetisch ansprechend sind, lassen sie kein Licht durch, was die Sichtbarkeit der RGB-Beleuchtung auf den Tasten selbst beeinträchtigt. Die fehlende Integration von Klickschaltern im Standardlieferumfang könnte ebenfalls als Nachteil angesehen werden, obwohl dies durch den Hot-Swap-Support leicht behoben werden kann. Insgesamt ist die Montec M-Key Darkness eine vielseitige und hochwertige Wahl für Nutzer, die eine leise, lineare Tipperfahrung schätzen und Wert auf individuelle Anpassungsmöglichkeiten legen. Weitere Informationen, einschließlich des Preises, findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Cherry XTRFY MX 3.1 ist eine robuste mechanische Tastatur, die sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Leistung auszeichnet. Ausgestattet mit Cherry MX2A Red-Schaltern, die für ihre sanfte und lineare Betätigung bekannt sind, ist diese Tastatur ideal für Nutzer, die eine flüssige Tipp- oder Gaming-Erfahrung suchen. Die RGB-Hintergrundbeleuchtung kann individuell pro Taste angepasst werden, was dir die Freiheit gibt, dein Setup nach deinen Wünschen zu gestalten. Zudem bietet die Tastatur mit ihrem USB-C-Anschluss eine moderne und zuverlässige Verbindung. Zu den potenziellen Nachteilen gehört, dass die Tastenkappen aus ABS bestehen, was im Vergleich zu PBT-Kappen weniger haltbar sein kann, da sie schnelle Abnutzungserscheinungen zeigen. Auch wenn das Design schlicht ist, könnte dies für Nutzer, die eine auffälligere Optik bevorzugen, weniger ansprechend sein. Insgesamt ist die XTRFY MX 3.1 eine solide Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Präzision legen, sei es beim Tippen oder beim Spielen. Den aktuellen Preis und weitere Informationen findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Keychron K10 Pro ist eine mechanische Tastatur im Vollformat, die besonders für ihre Vielseitigkeit und Anpassbarkeit geschätzt wird. Sie unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen über Bluetooth 5.1, wodurch sie ideal für Multitasking geeignet ist. Die Tastatur ist hot-swappable, was bedeutet, dass die Schalter leicht ausgetauscht werden können, um das Tippgefühl individuell anzupassen. Zudem sorgt die südlich ausgerichtete RGB-Beleuchtung für eine optimale Sicht auf die Tasten bei jeder Lichteinstellung. Ein Nachteil der Tastatur ist ihr relativ hohes Gewicht, was die Portabilität einschränkt. Zudem benötigt sie beim Wechsel zwischen kabellosem und kabelgebundenem Betrieb manchmal eine kurze Aufwachzeit. Auch könnte das Fehlen einer dedizierten Software zur Anpassung der Tastenbelegung einige Nutzer stören, obwohl Drittanbieters Software hierfür zur Verfügung steht. Insgesamt bietet die Keychron K10 Pro eine herausragende Kombination aus Leistung, Anpassungsfähigkeit und hochwertigem Design, die sich sowohl für den Einsatz im Büro als auch für Gaming eignet. Die Preise und Verfügbarkeit dieses Modells können über den in der Videobeschreibung angegebenen Amazon-Link überprüft werden.
Die Cherry MX Board 3.0S ist eine hochwertige mechanische Tastatur, die speziell für Gaming-Enthusiasten entwickelt wurde. Ausgestattet mit Cherry MX Red-Schaltern bietet sie ein sanftes, lineares Tippgefühl ohne hörbares Klicken, was sie besonders bei intensiven Gaming-Sessions angenehm macht. Dank der vielseitigen Konnektivitätsoption Bluetooth 5.2, RF Wireless und USB-C lässt sich die Tastatur flexibel an verschiedene Geräte anschließen. Das robuste Aluminiumgehäuse und die RGB-Beleuchtung, die sich auf jede Taste individuell einstellen lässt, unterstreichen das hochwertige Design. Ein Nachteil der Tastatur ist ihr recht minimalistischer Funktionsumfang im Vergleich zu anderen Gaming-Tastaturen. Sie bietet keine dedizierten Makro-Tasten oder ähnlich erweiterte Funktionen, die für MMO-Spieler oder andere fortgeschrittene Nutzer nützlich sein könnten. Zudem könnte das Fehlen eines separaten Handballen-Auflagenzubehörs für einige Nutzer den Komfort einschränken. Insgesamt ist die Cherry MX Board 3.0S eine solide Wahl für Gamer, die eine zuverlässige und langlebige mechanische Tastatur suchen, die sowohl kabelgebunden als auch kabellos betrieben werden kann. Preis und Verfügbarkeit können über den in der Videobeschreibung angegebenen Amazon-Link eingesehen werden. Die Corsair K70 RGB Pro ist eine mechanische Gaming-Tastatur, die auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Gamer zugeschnitten ist. Ausgestattet mit Cherry MX Red Schaltern bietet sie ein schnelles, lineares Tastenanschlagsverhalten, das ideal für schnelle Eingaben ohne taktiles Feedback ist. Dies macht sie besonders geeignet für FPS-Spiele und andere Gaming-Szenarien, in denen Reaktionszeit entscheidend ist. Die RGB-Beleuchtung jeder Taste kann individuell angepasst werden, was die Tastatur nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend macht. Ein möglicher Nachteil ist das Fehlen einer kabellosen Verbindung, was sie weniger flexibel für Nutzer macht, die Wert auf Mobilität legen. Zudem könnte das hohe Gewicht von 1,18 kg für einige Nutzer, die die Tastatur oft transportieren müssen, ein Nachteil sein. Die abnehmbare Handballenauflage ist jedoch ein Pluspunkt für den Komfort bei langen Gaming-Sessions. Insgesamt ist die Corsair K70 Pro eine erstklassige Wahl für Gamer, die Wert auf Leistung, Haltbarkeit und Personalisierung legen. Der Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells können über den in der Videobeschreibung angegebenen Amazon-Link überprüft werden. Die Dell Alienware AW920K Tri-Mode ist eine Premium-Gaming-Tastatur, die durch ihre vielseitigen Verbindungsmöglichkeiten hervorsticht. Mit Tri-Mode-Konnektivität, 2,4 GHz, Bluetooth 5.1 und USB-C bietet diese Tastatur flexible Einsatzmöglichkeiten für mehrere Geräte gleichzeitig. Die Cherry MX Red-Schalter sorgen für ein reibungsloses und schnelles Tippgefühl, ideal für intensives Gaming, wobei die Alien FX RGB-Beleuchtung jede Taste individuell anpassbar macht. Ein Nachteil ist das Fehlen einer Handballenauflage, was den Komfort bei längeren Gaming-Sessions beeinträchtigen kann. Auch die Handhabung des magnetischen Ladesystems erfordert etwas Eingewöhnung, bringt jedoch praktische Vorteile in der Flexibilität und Handhabung. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 110 Stunden ohne RGB-Beleuchtung und etwa 40 Stunden bei aktiviertem RGB, was für die meisten Anwendungsfälle ausreichend ist. Insgesamt bietet die Alienware eine beeindruckende Kombination aus Flexibilität, Leistung und Design, die sie zu einer starken Wahl für anspruchsvolle Gamer macht. Der Preis und die Verfügbarkeit können über den in der Videobeschreibung angegebenen Amazon-Link überprüft werden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!